Ich grüße die Sangha von Herz zu Herz zu unserem Sangha-Vormittag, der dazu geeignet ist, wunderbar, dass wir uns heute von Herzen voneinander verabschieden können. Jede Begegnung endet mit einem Abschied. Eine gute Gelegenheit, sich bewusst zu machen, unser Leben besteht aus ständigen Veränderungen und wir sollten diese Achtsamkeit darauf lenken, das bewusst wahrzunehmen, dass wenn etwas geht, etwas Neues kommt. Das ist ein Gesetz. Und was wird heute sein in unserem Kontext des Home Retreats? Im Grunde eigentlich nur, dass wir uns nicht mehr online begegnen, über den PC, aber weiterhin in Verbundenheit miteinander sitzen können. Der Gedanke an die Sangha, die weiterleben wird, wird unsere Praxis unterstützen. Wir wollen heute Vormittag wie gewöhnlich ein Mantra chanten und nicht mehr so viel sprechen, nur das, was so irgendwie hochkommt. Und gewöhnlich gibt es dann den Raum für Fragen und Berichte. Und ein wenig habe ich da. Da muss ich dann während der Meditation kurz aufstehen und meine Blätter holen, sehe ich gerade. Und wir wollen zur ersten Meditation, kam ein Gedanke, einladen meine spirituelle Mutter, Aya Khema. Ihr zu Ehren habe ich auch ein Bild von ihr über meiner Schulter aufgestellt, ihr ein Licht gegeben. Und immer der Gedanke an sie erfüllt mich mit großer, großer Dankbarkeit. Ohne sie hätte sich mein Leben ganz sicherlich anders gestaltet. Ich würde ganz sicher nicht hier sitzen. Und das Dharma, das sie gelehrt hat in ihrer Art, hat mich geöffnet für diesen Weg, den ich so gut es möglich ist, versuche weiterzugeben. Und es soll ein fröhliches Mantra sein, denn heute haben wir in der Morgenmeditation diesen Tag erklärt, als einen Tag des Vertrauens, der Freude, der Liebe, des Friedens. Und werden in unserer Praxis immer mehr fühlen, dass diese Dinge nicht voneinander getrennt sind, sondern in unserem reinen Sein, wenn wir im Herzen sind, zusammen erscheinen. Denn wenn Lebensfreude da ist, ist auch Tatkraft da. Wenn Lebensfreude da ist, erweckt ein Gedanke, eine Situation das Herz und man fühlt den zugrunde liegenden Frieden, Stille. Und es sind keine Ängste da, sondern Vertrauen und das Gefühl des Verbundenseins. Diese Geister wollen wir auch mit diesem Mantra wachrufen. Es wäre das Nummer 22. Omata, das ist Mata, eine Hommage an die spirituelle Mutter, das JJ, das sie erfreut in die Arme nimmt. Thank you.
Jedema. Jai Jai Ma,
Jejema, Jejema. Wir wollen gemeinsam diesen Tag im Herzen begrüßen, uns öffnen für das Leben, das sich aus dem Frieden, aus der Stille des Seins in Freude gestalten möchte, in Liebe, in Weisheit und durch dich. So lass in diesem Gedanken dein Gewahrsein sich öffnen für das Erleben in deinem Kopfraum. Sei still im Kopfraum, atme für deinen Kopfraum Licht und Liebe. Lass dich sinken. Atme in deinem Halsraum Licht und Liebe. Lass im Atem Licht und Liebe in deine Schultern fließen, in deine Arme, bis in deine Hände. Atme im Brustraum Licht und Liebe. Folge dem Atem, dem Bauchraum und atme im Bauchraum Licht und Liebe. Fühl dich mit dem Atem tief in deinem Beckenraum, atme Licht und Liebe und lass Licht und Liebe in deine Beine fließen bis in die Füße. Jetzt fühl dich in der Erde, die dich trägt. Fühl dich in die Erde um dich herum. Atme Licht und Liebe in die Wiesen, in die Felder, in die Bäume, in die Blumen, in die Berge, in die Gewässer, in den Schnee. Atme Licht und Liebe hin zu Tieren und Menschen, zu Lebewesen, die du sehen oder auch nicht sehen kannst. Lass Licht und Liebe fließen in den Himmelsraum, in die Wolken. Fühl die aufgehende Sonne in deinem Herzen und fühl, dass du mit allem Leben eins bist, nicht getrennt.
So wende dich tief der Erde zu in dir. Spür die Erde. Und lass Vertrauen zu dir kommen aus der Erde, die dich immer trägt. Lass dich fühlen, dass das Leben dich immer trägt, wenn du dich ihm anvertraust. Fühl, wie alle Ängste sich auflösen. Fühl, der Gedanke des Vertrauens verwandelt sich in das Gefühl, getragen zu sein. Denk in diesem Moment an dein Vertrauen in die drei Juwelen, Buddha, Dharma, Sangha, den Weg in die Wahrheit und das Leben. Fühl, dass du dich diesem Pfad hingegeben hast. Fühl den Frieden, der in dir fühlbar ist, in diesem Getragensein. Und fühl, wie die Freude entsteht aus der Stille des Seins und die Freude aus deinem Vertrauensgrund deine Körpermitte öffnet und du Freude atmen darfst, die du verschenken kannst an das Leben selbst, mit dem du verbunden bist. Lass aus deinem Sein die Freude in die Welt gehen. Und fühl, wie diese Freude dein Herz öffnet für die Liebe in dir selbst, für dich selbst. So lass aus deinem Herzen die Liebe sich verschenken an diese Welt. Lass Liebe in diese Welt fließen. Fühl, wie die Liebe aus deinem Herzen weit und offen wird. Lass die Liebe dich öffnen im Halsraum und fühl, dass deine Worte aus deinem Herzen die Welt verändern, wenn du sie berührst in deinen Begegnungen mit anderen Menschen. Lass das Licht und die Liebe deines Herzens deinen Kopfraum erfüllen. Und spür, dass all deine Gedanken aus deinem Sein sich gestalten können. Fühl deinen Weg, deinen Verstand in das Herz sinken zu lassen, sodass dein Denken die Dienerin deines Herzens wird. So verbinde dein Sein im Herzen mit Himmel und Erde, von Kopf bis Fuß. Und atme in der Stille deines Seins für 7 Minuten die Stille, in der dein Leben in Freude, Liebe und Klarheit fließt.
Ich habe einen Schnupfen, also erschreckt euch nicht, wenn ich mal niesen muss. Natürlich bin ich sehr interessiert daran, ne? Was ihr alles so erlebt habt in den 9 Tagen. Ich weiß auch nicht genau, wer immer dabei war, wer ab und zu dabei war. Heute Vormittag lese ich 131. Aber was das Entscheidende ist, dass wir hoffentlich bemerkt haben, wenn wir eine Praxis in unser Leben einführen, es zur Gewohnheit machen, dann hat das entsprechende Folgen. Meditation verändert uns ganz subtil, oft sehr unmerklich. Erst in der Rückschau können wir erkennen. Und da wir ein bisschen darauf verzichten, dass wir online die Fragen stellen, so bin ich in diesem Moment da mit schriftlichen Berichten. Und heute Morgen habe ich das E-Mail geöffnet und habe da entdeckt, und ich denke, dass ich ihren Namen nennen darf, von Anna, eine E-Mail bekommen, die ein wenig widerspiegelt, was so sein kann. Lieber Charlie, ich möchte gerne über meine Erfahrung berichten. Samstagabend habe ich all mein Vorhaben, was ich alles tun könnte, am Sonntag über den Haufen geschmissen und den festen Entschluss gefasst, am Sonntag ab 6 Uhr ganztags mit zu praktizieren. Sonntagabend mein weiterer Entschluss, Entschluss, Entschluss. Montag bis Freitag während des Arbeitsalltags mich von 6 Uhr bis 7.15 Uhr mit aufs Kissen zu setzen, sowie auch abends ab 19.30 Uhr. Glücklicherweise war am Mittwoch ein Feiertag, sodass ich nochmals ganztags dabei sein konnte. Doch wie ich es immer wieder von dir höre, die Praxis findet auch während der alltäglichen Arbeit statt. Und wann? Immer jetzt. Und das konnte ich in dieser Woche deutlich wahrnehmen. Zum Beispiel spürte ich oftmals innere Freude bei Tätigkeiten, welche ich sonst lieber aufschiebe, beziehungsweise mit Unlust dabei bin, wie unter anderem bei Beantwortung unangenehmer Mails. Ich las die unangenehmen Mails in einem Moment so, als wären sie gleichgesetzt, wie Mails, die sich mit Freude und Leichtigkeit beantworten lassen. Wenn ich zurückblicke, was ich anders gemacht habe, dann kann ich erkennen, ich war voller Konzentration und Hingabe dabei. Und meine voreingenommenen Glaubensvorstellungen, dieser Absender sendet immer unangenehme Mails, welche mir Kopfzerbrechen bereiten, war in einem Moment aufgelöst. So dürfte das in Anführungsstrichen einfach nur sein im Hier und Jetzt gewesen sein, oder? Naja, was soll man dazu sagen? Es ist ein wunderschöner Bericht, denn er verdeutlicht, dass man das gewohnte Denken fallen lassen kann und einen Gedanken ersetzen kann. Und wenn das Ersetzen stattfindet mit diesem Shift ins Herz, mit dem Gedanken kommt man ins Herz, ich möchte heute an diesem einen Tag
im Herzen sein und alles mit Freude und mit Liebe tun. Und die Liebe wird ja allumfassend. Die bleibt Liebe im Angenehmen und im Unangenehmen. Dann kann man wirklich davon sprechen, das ist ein Leben aus dem Sein, aus dem Herzen. Und hier wird deutlich, dass ein Entschluss diese Praxis in die Wege geleitet hat. Und es ist wunderbar, dass es nur morgens und abends war, aber eben jeden Morgen diese Erinnerung da war, ich bin in einem Retreat und ich bin in einem Retreat im Alltag und ich achte darauf. Es gibt mir die Gelegenheit, mich zu erinnern an eine Praxis des Ersetzens. Eine Formel ist erkennen, das was da ist, wissen wir, nicht tadeln, keine Schuld, nicht verurteilen und dann ersetzen. Was ersetzen? Naja, eben das Verhaftetsein im Körpergeist mit dem im Herzensein ist natürlich ideal. Und wenn man den Weg geht ins Herz, dann gibt es verschiedene Stadien. Das erste Stadium hat ein Buddha verglichen, dass man sich verhalten kann wie ein Tischler, der irgendeinen Pflock in eine Öffnung stecken möchte und so lange den richtigen Pflock in der richtigen Größe sucht, bis er ihn gefunden hat. Ein Bild für das Ersetzen eines unheilsamen Gedanken mit einem heilsamen Gedanken. Das bedeutet, wenn du feststellst, einen unheilsamen Gedanken, dann mit welchem Gedanken kannst du diesen Gedanken fallen lassen und einen anderen Gedanken denken, der dich natürlich auch in eine andere Innenwelt führen wird. Wenn die Praxis fortschreitet, ist das mühevolle Ersetzen immer weniger, sondern dann verhält man sich so, als wenn, wieder in einem Bild, man auf einer Straßenseite geht und auf einer anderen Straßenseite ist ein alter Bekannter, auf den man sich gewöhnlich immer eingelassen hat und diesmal beachtet man ihn einfach nicht, man geht vorbei. Das bedeutet, dass die Gedanken keine Bedeutung mehr haben. Wenn diese geistige Formation so sich gestaltet hat, wird man feststellen, dass Gedanken kommen und gehen dürfen, im Hintergrund sein dürfen und man selber vielleicht im Atem ist, vielleicht noch nicht im Herzen, aber man kann im gegenwärtigen Sein, im Objekt der Achtsamkeit bleiben und die Gedanken einfach kommen und gehen lassen. Dann ist etwas sehr Interessantes, wenn das Bewusstsein subtiler wird, dann hat ein Buddha das Beispiel gegeben, dass man einen unheilsamen Gedanken sofort auch fühlt. Und man kann sich vorstellen, dass man ein totes Tier über dem Nacken trägt, das man bemerkt und sofort abschüttelt. Und das bedeutet das Zurückschrecken vom Unheilsamen. Und dazu habe ich auch eine eigene Geschichte, eine ganz einfache, die ich auch immer wieder erzählen darf. In den 80er Jahren, als ich sehr, sehr viel meditiert habe, habe ich mal mit Norbert telefoniert, mit dem ich Ayakema kennengelernt habe und habe so in einer alten Konditionierung irgendwie etwas so gesagt, wo man sich wichtig machte. Es war nicht direkt eine Unwahrheit, aber irgendwo auch nicht so ganz den Tatsachen entsprechend. Ich muss es irgendwie umschreiben. In jedem Fall, in diesem einen Moment, wo diese Konditionierung in mein meditatives Sein eingebrochen ist, kann man sagen, durch die Sprache, hat es in mir ein furchtbares Gefühl ausgelöst, das sich angefühlt hat wie graue Asche. An das kann ich mich erinnern. Und dieses Gefühl hat sich über den ganzen Körper verbreitet. Es war ganz kalt und kühl. Boah. Und in der Reflexion konnte ich eben diese Wahrheit erkennen, dass wenn du in deinem Sein immer mehr bist, dass dieser konditionierte Geist ja natürlich vor dir ist und dann siehst du diese Ursache und Wirkung.
Ein unheilsamer Gedanke löst sofort auch ein körperliches und emotionales Gefühl aus. Und das war graue Asche. War es auch Scham? Was war es? Auf alle Fälle der Hinweis, wenn man sehr durchlässig wird und subtil wird, erkennt man solche unheilsamen Dinge sofort. Man wird berührbar und eben aber auch in der Welt. Und das ist ein Hinweis für unser Leben in der Welt. Wenn man viel meditiert und wird man feststellen, in den Begegnungen ist man so berührbar, dass man dann häufig auch die Frage stellt, wie kann ich mich denn schützen? Und wie kann ich mich denn abgrenzen? Und hier muss immer die Antwort sein, das ist ja genau das, was uns verdichtet. Denn wenn du dir eine Mauer baust, zwischen der Welt und dir, zwischen einem Anlasser und dir, baust du die Mauer ja um dein Herz, damit etwas abprallt. Aber die Mauer ist ja auch zwischen dir und deinem Sein. Und das ist ja auch immer eine Ursache für unser Unwohlsein, wenn wir eben unser inneres Sein nicht mehr fühlen, wenn wir getrennt sind davon. Und der Weg ist, das wäre jetzt eine lange Wiederholung, aber nur in Kürze, berührbar bleiben. Und wenn solche Dinge dich berühren in der Welt, die unangenehm sind, lass die Empfindungen kommen, die Empfindungen und auch vielleicht die Gedanken, aber lass sie kommen und gehen. Und das ist wirklich Kunst. Aber das ist der Weg, dass auch eben mit der Zeit in unangenehmen Berührungen dieser Impuls, der gesetzt wird, sich sofort verwandelt in ein Liebesgefühl, ein Mitgefühl und ein weises Gefühl, kann man sagen. Als ich das erlebt habe, dann in meinem Berufsleben in den 80er Jahren, dass wenn ich angegriffen werde, sich dieser Impuls tatsächlich in das verwandelt, was wunderbar war, aber ich habe es erst Jahre später erkannt, was da abläuft. Heute kann ich davon berichten, weil ich in der Rückschau natürlich erkenne, ach ja, das ist ja dieser Weg der Transformation, der im Hier und Jetzt stattfinden kann und nicht mühevoll in der mühevoller Prozess sein muss. Und dieses Stadium des Ersetzens und des Abschüttelns und so weiter, des Nichtbeachtens, geht hin in das Bild, wo jemand entdeckt, dass er rennt. Und dann sagt er sich, wieso laufe ich? Wieso gehe ich denn nicht? Und dann, wieso gehe ich denn eigentlich? Wieso stehe ich denn nicht? Dann bleibt er stehen. Ja, wieso stehe ich? Leg dich doch hin. Und dann legt er sich hin. Also das Bild, wie die rastlos machenden Gedanken zur Ruhe kommen. Und diese Wege kann man ausprobieren. Ab jetzt. Denn wir führen unseren Retreat weiter. Auch wenn wir uns nicht immer sehen. Aber bei der Gelegenheit darf ich euch alle einladen, am Mittwochabend in unsere Lebensschule zu kommen. Der Zugang dazu über das Buddha-Haus München ist offen. Für alle, auch wenn man sich anmelden darf. Und was den Vorteil hat, dass auch der schriftliche Kontakt hergestellt wird. Also hiermit eine Einladung. Und bei der Gelegenheit auch natürlich die 8 Uhr Morgenmeditation wird weitergehen im Buddha-Haus München mit verschiedenen Anleitern. Besucht sie einfach und fühlt euch zugehörig zu dieser Sangha. Ja, das geht noch weiter. Ich fühle die ganze Woche eine Dankbarkeit, die ich gar nicht in Worte ausdrücken kann. Von Herzen danke, Charlie, für deine Art, wie du die Lehre Buddha weitergibst. Und mich deine Worte oftmals so intensiv berühren. Heute Abend, als du vom Gespräch mit Fariba erzähltest und der freudigen Mitteilung der wachsenden Zahl an Fördermitgliedern und dem Wunsch mit der Idee, die Villa an der Isar, kamen mir Tränen. Spürte enorme Energie aufkommen in dieser Kraft der Gedanken an diese Villa. Meine Energie schicke ich euch mit rein für die Verwirklichung der wundervollen Projektidee. Dann kamen Tränen am Anfang des Rituals, als du die Kerze für das innere Licht anzündest. Es fühlte sich nach Tränen von Freude, Mitgefühl und Verbundenheit an. Ja, das ist
die Wirkung des Vertrauens, der Hingabe, der Liebe zu dem Weg. Und es gibt mir auch heute Morgen noch einmal die Gelegenheit, zutiefst aus dem Herzen mich zu bedanken für alle Gaben und Dana, die zu mir kommen und auch an das Buddha-Haus. Und ich bin wirklich gespannt, ob Fariba recht hat. Wenn man es sich wirklich wünscht, dann kommt das. Also, falls ein Millionär dabei sein sollte, der nicht weiß wohin, mit seinem Vermögen eingeladen, dem Dharma, nicht uns, nicht den Menschen, wenn man so will, einem Einzelnen oder Ähnliches, sondern dem Dharma einen Ort zu schenken, mitten in einer Stadt, in der man auch ein wenig im Garten Gehmeditation praktizieren kann, in dem Räumlichkeiten da sind für Yoga, für Meditation, für MBSR, für was immer hilfreich ist für die Menschen, die den Weg der Heilung gehen, den inneren Weg der Meditation und der Einsicht. Und dieses ganze Gebilde, wenn zu einer Lebensschule wird, dann macht das großen Sinn. Und weiterhin, jetzt wollen wir uns auf ein Mantra vorbereiten, das die Mönche und Nonnen chanten, wenn die Weltlinge ihr Dana geben. Also die Momente der Vertrauens und Hingabe Buddha Dharma Sangha, eine Lehrrede, die gewöhnlich darauf gerichtet ist, diese Praxis im Alltag auf Grundlagen der Gierlosigkeit, Hasslosigkeit, Selbstlosigkeit zu unternehmen. Und dann kommt dieser Chant. Und diesen Chant wollen wir uns jetzt in eine kurze Meditation begeben. Die Nummer 60 müsste bei euch relativ am Anfang sein. Bhavatu Sabbamangalam ist die Nummer 4. Und das sind die Segenswünsche. Mangalam ist der Segen für die Geber und hat die Bedeutung: Mögen in der Kraft der Gnade der drei Juwelen Buddha, Dharma und Sangha alle Segnungen über dich kommen. Mögen dich alle Götter beschützen. Möge es dir immer wohlergehen und du immer glücklich sein. Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Buddha Nubhavina Sada Svati Bhavantute Bhavadu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Dhamma Nubhavina Sada Svati Bhavantute Bhavadu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devada Sabha Sanghanu Bhavena Sada Suti Bhavantute Bhavadu Sabha Mangalam Sabha Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Buddha Nubhavina Sada Soti Bhavantute Bhavadu Sabha Mangalam Rakantu Sabha Devata Sabha Dhamma Nubhavina Sada Soti Bhavantute
Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Sanghanu Bhavina Sata Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Buddhanu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Dhammadu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Sanghanu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Buddhanu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Bhavadu Mahu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Sanghanu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Bhutanu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Dhammadu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te. Bhavadu Sabha Mangalam Rakhantu Sabha Devata Sava Sanghanu Bhavina Sada Soti Bhavantu Te.
Fühl deine innere Heimat. Fühl dein wahres Heim. Dass du dir vorstellen kannst, als einen Blumengarten. In dem ein Heim für dich die Geborgenheit schenkt. Ein Heim voller Freude und Liebe, voller Frieden, voller Klarheit. Fühl die Wahrheit im Herzen sein, zu Hause sein. Wenn du im Herzen bist, dann bist du überall auf der Welt zu Hause. Ja, sogar im ganzen Universum. Stell dir vor, dein inneres Heim würde Form annehmen in dieser Welt und die Menschen einladen, den Weg zu gehen, um ihr wahres Heim im eigenen Herzen zu finden. Lass diesen Wunsch tief in deinem Herzen sein. Möge dieser Gedanke sich verwirklichen. Ja, liebe Fariba, ich habe das getan, was du gesagt hast. Und wenn das wahr ist, dass das der Weg ist, dass sich das Gute in dieser Welt manifestieren kann, was man sich wünscht, und wenn es stattfindet, ja, dann werden wir Zeuge sein, dass das Universum den Wunsch hat,
dass das Dharma in die Welt geht durch dich, durch dein Herz. Und wenn dann diese Villa mit Garten an der Isar mitten in München existiert, dann werden wir eine große Fete feiern. Dazu seid ihr jetzt schon alle eingeladen. Ja, hier habe ich noch ein Schreiben von Catherine. Ich freue mich auch, dass es ein Bericht ist von einer Praktizierenden, die nicht immer Zeit hatte. Hallo, lieber Charlie, ich nehme zu bestimmten Zeiten an deinem Retreat teil. Ich bin sehr dankbar für die Dhamma-Vorträge. Diese sind wie Hörspiele von Ayakema. Für mich ein direkter Zugang zu mir selbst. Mir geht es sehr gut. Und ich möchte eine Erfahrung mit dir, mit euch jetzt, teilen. Ich habe seitdem ich 26 bin, Bluthochdruck und nehme deshalb auch starke Medikamente. Diese brauche ich jetzt nicht mehr. Unfassbar. Ich praktiziere täglich, morgens und abends, Meditation. Aber am spannendsten finde ich die Zeit dazwischen. Du weißt ja, dass Emotionen und Gedanken mein Steckenpferd in der Selbstbeobachtung sind. Ich beobachte mich eigentlich ständig. Es geht gar nicht mehr anders. Diese Beobachterrolle ist immer da. Also die Identität hat sich verändert. Von der denkenden, reagierenden zur Beobachterin. Das Thema Wut, negative Gedanken und negative Stimmungslage kommen aus der gleichen Art von Energie, finde ich. Sie fühlen sich ähnlich an. Mit diesen habe ich mich nun nach Monaten Kampf gegen sie angefreundet. Ich habe erkannt, dass Wut nichts anderes ist als eine Energie, die kommt und geht, je nach Karma und Konditionierung eher öfter oder nicht so oft. Bei mir war sie eigentlich ständig da. Nur habe ich sie jahrelang nicht gefühlt. Sie unterdrückt, sie wegschieben wollen, nicht haben wollen, abgelehnt oder Fluchtmechanismen gehabt. Rauchen seit der Jugend, Alkohol. Das alles fiel jetzt irgendwie ab, als ich sie gelernt habe, das Negative, die Wut, den Ärger und andere negative Emotionen entstehend aus der Aversion zu bejahen, sie zu umarmen. Wenn ich wütend bin, sehe ich die wütende Kathleen außerhalb von mir. Ich schaffe es jetzt, die Emotionen zu fühlen, aber nicht mehr durch sie zu handeln. Ich bin einfach nur und die Wut ist. Ich kann das ganz schwer erklären. Es ist, als stände man hinter einem Vorhang, der durchsichtig ist, vor ihm die Wut, hinter ihm ich, welcher sie fühlt. Und das geht irgendwie bei jeder Emotion, jedem Gedanken, jeder Störungslage. Einfach bei allem, was außerhalb von dem ist, was ich bin. Ich denke, durch diese Reflexion mit meiner Wut hat sich mein Bluthochdruck normalisiert. Und das jetzt nach 15 Jahren starker Medizin. Heute lebe ich alle Gefühle, möchte keines mehr haben, lehne keines ab. Ich habe auch die Ursache der negativen Emotionen in mir entdeckt. Es sind ablehnende Gedanken. Diese habe ich noch nicht ganz unter Kontrolle. Ersetzen funktioniert bei mir irgendwie nicht. Nicht aufkommen lassen wäre toll, aber das ist sehr, sehr schwer. Aber ich forsche weiter und freue mich auf jeden neuen Tag. Ja, das ist ein wunderbarer Bericht, zu dem man eigentlich nichts sagen muss, nur vielleicht, dass dieser Hinweis, dieser vier Anstrengungen, vermeiden, überwinden, entfalten, erwecken und entfalten,
eben hinsichtlich dieser negativen Dinge, die man vermeiden sollte, dazu führen können, dass man sie eben doch unterdrückt. Wenn man wirklich im Hier und Jetzt, in einem einzigen Moment, einen Anlass erkennt, der die negative Emotion erweckt und auch den eigenen Gedanken, dann ist es möglich, den Gedanken so blitzschnell den Gedanken fallen zu lassen, dass die Emotion mehr oder weniger keine Kraft hat und eigentlich auch sofort wegfällt. Und dann eben als nächstes, wenn sie da ist, und das ist ja wunderbar beschrieben, dann eben sie da sein lassen, aber eben sie nicht sein, nicht werden und ins Vergehen bringen. Ja, das gibt uns vielleicht noch einmal die Gelegenheit, etwas zu betrachten, was sehr besonders bedeutsam ist, denn diese meditative Praxis verändert ja nicht nur unser Denken und unser Fühlen, sondern auch unsere Lebensgewohnheiten, unsere Lebensart. Manchmal aus sich selbst heraus, sodass für mich so häufig die Frage zu mir kommt, also in der Zwischenzeit ist es so, dass ich alte Freunde nicht mehr so oft sehe und sie auch nicht mehr so brauche und auch die Begegnungen, die Themen, die da besprochen werden, sind nicht mehr meine und ich entferne mich irgendwie und habe aber neue Menschen, die in mein Leben kommen. Das heißt, eine Veränderung jetzt in diesem Bild, dass man eben sich zu den Menschen auch hingezogen fühlt, die auch irgendwie in diesem Weg praktizieren. Und da kommt immer der Hinweis, pass auf, wenn der Geist erklärt, das sind jetzt nicht mehr Menschen, mit denen ich zusammen sein möchte, weil sie nicht in der gleichen Welt leben wie ich, in den gleichen Gedanken, dann ist das hat das Folgen. Also ganz subtil auch der Ablehnung. Daher kommt der Hinweis, wenn das in Erscheinung tritt, sofort bereit sein, sich mit Menschen, mit denen man vielleicht sogar auch zusammen ist, sich denen zuzuwenden und zu öffnen und sie einfach hört. Und das, was zu dir kommt an Unsinn oder an verkehrten Ansichten oder was da eben so ankommt, in dir selber aufzunehmen. Das heißt, das ist jetzt der Anfang von Empathie, von Mitgefühl und auch diese Stimmung des Menschen und das ja, Lebensgefühl des Menschen in diesem Moment mitzufühlen, um dann in dir selber eine Verwandlung zu erleben und spüren, dass du ein Verständnis und eine Empathie für Menschen fühlen und entdecken kannst und ihnen eben, ohne zu predigen, ohne sie belehren zu wollen, ohne sie in eine andere Richtung bringen zu wollen, aus deinem Sein Worte sprichst und wirst vielleicht feststellen, dass irgendetwas auch diesen Menschen berührt, der vielleicht erklärt, du bist ja ganz anders geworden. Meine Erinnerung taucht da immer auf, dass nach 1,5 Jahren der Meditation, ein Meditationsretreat mit Ayakema war in Scheibbs in Österreich. Und da waren viele Menschen dabei. Wir waren 12, 13 Leute aus unserem Kreis. Unter anderem mein Bruder mit seiner Freundin und auch meine Mutter. Und Ayakema muss sie wohl gefragt haben, was sie da hergeführt hat. Und hat sie gesagt, ja, dieser Junge da, also ich, der hat sich so verändert, diese unzufriedene, rastlose Type, ist jetzt plötzlich ganz anders meditiert, wie er sagt, und das interessiert mich, was der da gemacht hat, darum bin ich hier. Also, sie wurde nicht durch eine Predigt zu diesem Meditationsversuch gebracht, sondern das Verhalten eines Menschen, das sich verändert und mit dem, den du kennst, interessiert dich mit der Zeit. Und wenn es eine positive Veränderung ist, dann geht die Beziehung auch immer in diese Richtung. Und hier haben wir ja etwas sehr Schönes. Na, wenn eine Krankheit, die sich ja körperlich manifestiert,
durch die Meditation sich auflösen kann, ja, dann hat man so einen Beweis dieser Heilung. Und so kann jeder jetzt in sich untersuchen, gibt es etwas in meinem Leben, meiner Lebensart, was ich verändern möchte? Also eine neue Gewohnheit erschaffen, wozu eine alte Gewohnheit gehen muss. Das heißt, das Leben, wie das Rauchen und das Trinken und die negativen Gedanken sollen gehen und dafür etwas Neues entstehen. Ja, natürlich, in dem Beispiel ersetzt man diese Gewohnheiten mit der meditativen Praxis, die großartig dabei helfen, dass dieses Karma, diese Konditionierungen, die ja die Raucherin, die Trinkerin, die Rastlose erschaffen, sich verwandeln. Ja. Und was auch immer du verändern möchtest, geh einen sehr wichtigen Weg. Und der Weg bedeutet, schau dir eine Gewohnheit an, die du vielleicht auflösen möchtest. Untersuch sie mit weisem Erwägen, dass diese Gewohnheit schwierige Folgen hat. Vielleicht gesundheitliche, emotionale und was immer. Und mach dir sehr bewusst, dass, wenn diese Gewohnheit geht, eine Befreiung du erlebst, einen freien Raum, denn eine Gewohnheit, wenn geht, das ist ja ein Ich, das geht, entsteht ein freier Raum. Also die Raucherin oder die Trinkerin oder die dies und das geht, was entsteht dann? Und so denke, wer bin ich dann, wenn diese Gewohnheit, dieses Ich geht? Untersuche auch, wenn es eine Gewohnheit ist, die du erschaffen möchtest, ob es wirklich im Bereich deiner Möglichkeiten ist, die Kunst des Möglichen. Und mach dir bewusst, erkennen, nicht tadeln, ersetzen. Das eine geht, das andere kommt. Und wenn du das Gute einsetzt für eine schlechte Gewohnheit, dann visualisiere auch die Folgen, die das haben wird. Und wenn in dir durch diese Betrachtung der Entschluss reift, ich möchte eine Gewohnheit ändern, etwas fallen lassen, dafür etwas Neues erschaffen, dann mach bewusst diese Praxis, dass du den Entschluss, diese Absicht wie einen Samen in dein Herz fallen lässt, der aufgehen wird. Und was besonders wichtig ist in diesem Moment, dass du bewusst machst, die alte Gewohnheit wird um ihr Überleben kämpfen. Der Raucher kämpft ums Überleben. Der Trinker kämpft ums Überleben. Und die neue Gewohnheit hat noch keine Kraft. Und daher ist es sehr schön, wenn du dem Ich, das unglücklich eigentlich ist und Schwierigkeiten macht, nicht vernichtet wird, sondern dass seine Energie sich nur verwandelt in einen neuen Menschen. Und so ist es auch. Das, was sich gestaltet, diese karmischen Kräfte, die auch negativ sind, wenn im Zug der Transformation sie verwandeln, erschaffen ganz natürlich einen neuen Menschen. Und mit solchen Gedanken kannst du dann auch die schwierigeren Dinge besiegen, wie auch Sucht. Und ich habe selber persönlich ein Beispiel in der letzten Zeit miterlebt, das will ich mal offerieren. Ich war 24 Jahre, glaube ich, irgendwie Raucher. Und das hat auch hineingespielt in meine Zeit der Meditation. Also wo ich noch Anfang der 30er Jahre war. Und ich konnte das auch nicht abstellen. Ich habe morgens meditiert und dann
das da mal gelesen und dazu einen Liter Kaffee getrunken und 6, 7 Zigaretten geraucht. Das war so. Und irgendwo war das natürlich so ein Unwohlsein. Das passt nicht so richtig jetzt zu dem Weg der Reinheit, aber es war eben da. Dann habe ich ja Herr Kemer mal gefragt, muss denn, wenn du vollkommen erleuchtet werden willst, man das Rauchen aufhören? Und dann hat sie gesagt, leider muss ich sagen, nein. Mein Lehrer raucht auch, hat sie gesagt, wenn er eine Zigarette geschenkt bekommt. Naja, und natürlich, trotzdem habe ich irgendwann den Entschluss gefasst, aufzuhören. Und es war sehr einfach, weil ich für 3 Monate auf die Mönchsinsel in Sri Lanka gegangen bin, ohne Zigaretten. Und da waren dann eben keine. Also war die Versuchung überhaupt nicht da. Und siehe da, nach diesen 3 Monaten qualvollen Entzugs vielleicht, was ich gar nicht so wahrgenommen habe, es war halt einfach sowieso immer Dukkha da. Und das konnte ich nur überkommen in der Meditation. Darum habe ich sehr viel meditiert, weil das Getriebensein und die Unruhe, ich bin da in dieser Insel durchgepest, wo ich schon empfangen wurde von einem österreichischen Mönch, Jana Santa. Gibt es sie noch? Willkommen auf Alcatraz. Ja, das war jetzt ein bisschen schwitzig, aber Alcatraz, ja, habe erst nicht verstanden, aber diese Insel war überwuchert von Bäumen. Man sah den See gar nicht, auf der sie war. Und nur so an bestimmten Stellen, dass man war wirklich wie in einem Gefängnis und eine kleine Hütte bekamst du dann und dann warst du allein den ganzen Tag. Und dann waren keine Zigaretten da und nichts und keine Unterhaltung. Na, da ist einiges los. Da kommt einiges hoch. Und so sollte es sein. Ja, und am Ende der Zeit war ich Nichtraucher und war sehr in meiner Kraft. Und das habe ich natürlich dann auch fortgesetzt. Und interessanterweise, irgendwie vor 7, 8 Jahren, habe ich irgendwie, die Umstände will ich jetzt nicht mehr erzählen, wieder angefangen. Und musste feststellen, dass mir das nicht gut tut. Und in mir war klar, du musst sowieso irgendwann aufhören, sonst stirbst du daran. Und dann habe ich vor über 3 Jahren den Versuch gemacht, aufzuhören. Ich bin in die Metta-Vihara für ein paar Tage, war unmöglich. Der Jnana Bodhi hat gesagt, das nächste Mal, wenn du es wieder versuchst, dann kommst du nicht mehr hierher. Denn ich habe das 3 Wochen durchgehalten und wieder irgendwie angefangen. Und musste dann feststellen, irgendwas war nicht richtig, was ich da gemacht habe. Und die Feststellung war eben, dieser vollkommene Entschluss war nicht da. Also musste ich mich erinnern an diese sogenannten 4 Machtfährten, die Konzentration der Absicht, die Konzentration des Willens. Du musst es hundertprozentig wollen, weil du eine hundertprozentige Absicht hast. Und das habe ich vor über 3 Jahren gemacht. Einen vollkommenen Entschluss und Absicht. Und dann hat das auch funktioniert. Und der Weg war, das ist eben auch interessant, dass die Sucht immer erweckt wurde in Momenten, wo eben die Gewohnheit war, eine zu rauchen. Zum Beispiel, du bist am PC, machst irgendwas, bist mit deiner Arbeit fertig und dann kommt die Zigarette. Und alle Situationen, die ich gewohnt war, eine zu rauchen, musste ich durchschreiten. Das Gefühl der Sucht kam, das Ziehen, und ich habe natürlich praktiziert, es kommt und geht. Und immer irgendwann kam in dieser Situation dieses Suchtgefühl nicht mehr. Also war dann die Befreiung da. Und auch die Klarheit, wenn du wieder anfängst, nur mit einer Zigarette bist du wieder Raucher. Also pass auf. Und was ich auch festgestellt habe, was dieses Rauchen ausmacht, warum eigentlich? Da habe ich festgestellt, schau mal, wenn du da ist eine Pause, eine Lücke, und in der greifst du nach der Zigarette, zündest sie an, bist ganz da im Hier und Jetzt und der erste Zug bringt dich zu dir. Interessant. Und entspannt. Und dann stellt man fest, dass die weiteren Züge gar nicht mehr so bewusst sind.
und man eigentlich nur noch irgendwie so fertig raucht, der Anfang, der ist wirklich interessant. So dass ich dann festgestellt habe, mach doch mal in dem Moment, wo diese Sucht hochkommt, diese Bewegung des Atmens zu dir und komm in dem Moment in die Tiefe deines Seins. Und das war natürlich äußerst beglückend. Ja, so haben wir jetzt vielleicht zum Ende unseres intensiven Retreats einen Hinweis, wie man ganz absichtlich mit dem Dhamma Wege gehen kann, die nicht nur zur geistigen und emotionalen Gesundheit führen, sondern auch zu einer körperlichen Gesundheit. Und daher passt auf, dass ihr anstelle euch zu überessen, Yoga macht und joggt und vielleicht auch mal auf eine Mahlzeit verzichtet und anstelle dessen meditiert. Es sind alles Kleinigkeiten, die dich lernen, dass es einen Weg gibt, der dich auf allen Ebenen glücklicher macht und dich auch führen wird zu dem unwandelbaren Glück. Und das alles wollen wir jetzt uns selber wünschen und der Welt. Wollen mit einem Mantra noch einmal in die Meditation gehen. Das wäre das Nummer 21, das ist das Savisham. Savisham bedeutet Wohlergehen und wünscht dir selber und der Welt all das Schöne und Gute. Vielleicht die Worte, die erscheinen. Purna ist die Fülle. Shanti natürlich der Frieden. Mangalam ist der Segen. Und Shanti wiederum der Frieden. Und den Wunsch, den wir jetzt in uns erwecken und auch in die Welt senden. Nach dem Wunsch möge ein äußerer Ort entstehen, in dem die Menschen ihre innere Heimat finden. Möge der Gesang unserer Herzen zum Wohlergehen aller fühlenden Wesen beitragen. Möge der Gesang unserer Herzen den stillen Frieden des Herzens aller fühlenden Wesen berühren. Möge der Gesang unserer Herzen die Herzen aller fühlenden Wesen für die Schönheit und Fülle des Lebens öffnen. Möge der Gesang unserer Herzen zum großen Segen der Befreiung der Herzen aller fühlenden Wesen dieser Welt beitragen. Mahamangalam, Mahamangalam, Shanti Om, Mahamangalam, Mahamangalam. Mahamangalam, Shanti Om, Savisham,
Savishyam, 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 Svasti Bhavantu, Savishyam, Shanti Bhavantu, Savishyam, Purna Bhavantu, Savishyam, Mangalam Bhavantu, Savishyam, Svasti Bhavantu, Savishyam, Shanti Bhavantu, Savishyam, Purna Bhavantu, Savishyam, Mangalam Bhavantu, Savishyam, Svasti Bhavantu, Savishyam, Shanti Bhavantu, Savishyam, Purna Bhavantu, Savishyam, Mangalam Bhavantu, Savishyam, Svasti Bhavantu, Savishyam, Shanti Bhavantu, Savishyam, Purna Bhavantu, Savishyam, Mangalam Bhavantu. Om, Om Shanti Shanti. Om, Om Shanti Shanti. 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 Savishyam, 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 Svasti Bhavantu, Savishyam, Shanti Bhavantu, Savishyam, Purna Bhavantu, Savishyam, Mangala Bhavantu, Savishyam, Svasti Bhavantu, Savishyam, Shanti Bhavantu, Savishyam, Purna Bhavantu, Savishyam, Mangala Bhavantu, Shanti Shanti. Oh, Om Shanti Shanti. 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 Savishyam, 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 Svasti Bhavantu, Savishyam, Shanti Bhavantu, Savishyam, Purna Bhavantu, Savishyam, Mangalam Bhavantu, Savishyam, Svasti Bhavantu, Savishyam, Shanti Bhavantu, Savishyam, Purna Bhavantu, Savishyam, Mangalam Bhavantu.
Mangala, Mahamangala, Mahamangala, Shanti Om, Mahamangala, 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 Shanti Om, Savisha. Fühl den großen Segen deines Weges. Fühl die Freude und das Verbundensein in deinem Frieden. Und fühl im Herzen deine Dankbarkeit für diese Zeit in dieser Sangha. Halt die Rückschau und fühl dich in Momente, die dich in dieser Zeit zu dir geführt haben. Fühl die schönen Momente und auch die schwierigen Momente. Fühl diesen Weg, der oft steinig ist. Fühl deinen Entschluss, deinen Willen, diesen Pfad zu gehen, voller Vertrauen und Hingabe und Liebe. Für jeden Moment, in der dich lehrt, das Leben zu sehen, zu verstehen und zu fühlen, wie es ist, in diesem Moment.
Schenk dir die Dankbarkeit selbst. Sei dir selbst dankbar für die Zeit, die du dir geschenkt hast. Und jetzt fühl die Kraft der Sangha, die dich begleitet hat. Und lass die Dankbarkeit aus deinem Herzen zu jedem hier in diesem Raum gehen, in dem wir hier sind, verbunden in diesem Weg, der uns in die Wahrheit unseres wahren Seins führen wird. Wir werden unser wahres Sein entdecken, das immer da ist, immer da war, immer da sein wird. Wir wollen noch einmal den Gedanken denken, in diesem Erwachen liegt der Frieden des Herzens, das Ende der Angst, der Bedürftigkeit, der Aversion. Und jetzt fühl dich in dein Leben, das dich erwartet, heute und in vielen, vielen Leben, Tag für Tag. Und wünsch dir selbst, möge ich Moment für Moment darauf achten, im Herzen zu sein. Möge ich darauf achten, mich nicht zu verlieren in die Gedanken, Gefühlen, Welten der Ängste, der Wünsche, der Aversionen. Möge ich nicht verlieren den Gedanken, dass ich zu jeder Zeit zurückkommen kann in mein Herz. Lass dich fühlen, ich selbst bin die Schöpferin, der Schöpfer der Welt, in der ich lebe. Möge sich meine Welt aus der Weisheit des Herzens in Frieden, in Liebe, Freude und Mitgefühl gestalten, immer jetzt. Und in diesem Gedanken wollen wir uns jetzt all das wünschen. Wir wollen spüren, dass unser Herz diesen Wunsch für alle fühlt, die jetzt in diesem Moment zusammen im Herzen sind. Und in dieser Kraft des Herzens, in der Kraft der Sangha wollen wir uns öffnen für die Welt. Und unsere Herzenskraft in diese Erde fließen lassen mit dem Wunsch. Mögen sich alle Menschen öffnen für die Suche nach ihrer wahren Heimat. Mögen sich alle Menschen öffnen für das Gesetz der Liebe, das Gesetz des Stärkeren transzendiert, sodass ein neues Bewusstsein in dieser Erde sich manifestiert. Ein Bewusstsein des mühelosen Verbundenseins, der Einheit.
diesem Gedanken wollen wir uns voneinander verabschieden aus dem Herzen. Ich wünsche uns allen einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Zeit mit dem Hinweis, wenn Fragen auftauchen sollten. Natürlich bin ich erreichbar. Noch einmal, ich freue mich, wenn wir uns vielleicht schon am Mittwochabend wiedersehen. Und für all diejenigen, die jetzt noch etwas in die Meditation gehen wollen, noch ein Mantra, ein schönes, ruhiges, die Nummer 9, das Om Tare. Tutare Ture Svaha Om Tare Tutare Ture Svaha Om Tare Tutare Ture Svaha Om Tare Tutare Ture Om Tare Tutare Ture Svaha 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 Om Tare Tutare Ture Svaha